Ja, das geht weiter mit Final Fantasy 15, das letzte Mal. Sind wir voll cool auf unseren Chocobus rumgedanced. Oder, beziehungsweise sind wir hier hingeritten. Ohne Auto. Und dieses Mal werden wir mal schauen, was da, was die Quest da so für uns hat. So, was, was. Oh, Moment, ist ja noch ganz schön weit weg. Wir waren doch direkt. Ah, können wir da irgendwie hoch? Ah, da, gut, da können wir hoch, sehr schön. Ja, mal schauen. Kochen. Du sagst es. Ja. Ignis verbessert sein Talent schneller, wenn er irgendwas. Gottverdammt. Ich hoffe mal, wir können. Können wir nicht, oder? 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 Das ist natürlich ein bisschen scheiße. Können wir irgendwie eine Abkürzung nehmen? Oh. Oh, shit. Well, ich glaube, es bedeutet, wir müssen da doch noch irgendwie hinreiten. Ist aber nicht so schlimm. Weil, ja, warum? Pff. Wir haben ja Chocobus. Chocobus! Also sollte alles in Ordnung sein. Ich habe nur vergessen, wie ich die herrufe. Irgendwie im Inventar konnte man die ausrüsten. Huch, dödö, Jagdrenne, Dolchfreund, Moment. Wie ging das? Fertigkeit? Talente? Magie? Super Magie? Hey, jetzt bin ich irgendwie. Fuck. Ich könnte irgendeine Taste drücken. Hier. Irgendwo. Ach, hier konnte ich dann zur Seite. Haha. Wer sagt's denn? Jo. Ist aus dem Taxi gekommen. Achso. Oh Mann. Ich will nur ganz kurz schauen. Oben rechts steht jetzt übrigens Mod. Es gab irgendein heftiges Update. 2 Gigabyte groß. Ich weiß nicht, was da mit dem ist. Mit dem, was das für ein Update ist. Es soll irgendwie so eine Art Monster Hunter World X Fire Final Fantasy 15 geben. Darum, vielleicht war es das. Auf jeden Fall steht oben rechts Mod. Ich habe keine Mods drin, darum, keine Ahnung. Moment, wie konnte ich super fast rennen? Galopp mit X. Whee! Chocobus sind super. Immer noch. Oh Mann. Yeah! So, da hinten ist auch so eine Art Brücke. Schade, dass wir das nicht abkürzen können. Jetzt bin ich den ganzen Weg so gelaufen, genau deswegen. Ui. Ha! Sind gestiegen. Ja, super. Finde ich gut. Also jetzt voll mega speedy Gonzales, per 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 und so, ihr wisst schon. Dann bleiben die alle stehen. Ach, ja, weil da. Weil die anderen auf der anderen Seite sind, auf der falschen. Es gibt nichts über die freie Natur. Ja, die freie Natur auf der Straße, ich verstehe euch. Auf der Straße leben, für die Straße leben. Ihr versteht mich, ihr seid so krank im Kopf. Wie die einfach. Die rennen mit Schoko. Die anderen sind so dämlich damit. Wow. Was ist los? Egal. So, wir gehen nach Lesterlom. Mal schauen, ob wir da Iris finden und was da so abgeht mit dir. Und ob die irgendwie unsere Party joinen wird. Ich weiß gar nicht, ob wir standardmäßig immer 4 Charaktere so haben. Also die gleichen oder ob wir andere noch haben können, weil Final Fantasy ist ja normalerweise so, dass man voll viele verschiedene Charaktere hat auch. Oder auf jeden Fall viele andere. So. Glaube ich auf jeden Fall. Also, Du, du. Yo, yo. Diese kühle Luft. Oh, nee. Du sagst es. Wieso, was soll hier sein? Ich will, ob ich hier nicht runterspringe. Also, wollen schon, aber dann müsste ich den ganzen Scheiß nochmal laufen. Los. Ich darf nicht galoppieren hier. Ja. Jetzt. Ach, weil ich auf der Brücke war und dann super schnell runterhüpfen könnte oder so, mich dann vielleicht wegklitschen könnte. Es kann sein. Ich weiß nicht. Ein FP, ja geil. So, 1 Kilometer. Ja gut, hätte vielleicht doch nicht hier stoppen sollen, also da wo wir waren mit der Aufnahme. Aber egal, da haben wir wenigstens so
paar Items gefunden und ein tolles Camp und so. Und dann kommt wieder ein doofes Fahrzeug. So, schauen wir mal. Gerade sagt, 1 Million Jahre noch. Alles in Ordnung. Wir sind ja schon fast da. Echt angenehm. Ja, das stimmt. Ja, natürlich. Wir sind auch auf einem Chocobo. Das muss angenehm sein. Weil dann hören wir Chocobo-Musik, wir sind verrückt geworden. Es ist halt so. Wenn man zu lang auf einem Chocobo reitet, dann hört man nur noch das Driften. Ja. Ui! Man kann driften auf dem Chocobo. Warum? Ich meine, warum nicht? Es ist so genial. Warum? Man kann halt einfach mal auf einem Chocobo driften. Auf einem riesigen Vogel driften. Was? Krass. Müssen wir mal eine Kurve testen, aber nicht jetzt. Jetzt ist es gerade zu gerade. So, wir kommen relativ schnell an unser Ziel. Oh, es sind schon. Es sind schon 6 Minuten weg. Ja, das stimmt. Oh Mann, wie schnell die Zeit vergeht, wenn man auf dem Chocobo ist, ne? Ja, krass. Und es ist noch nichts Wichtiges passiert, aber das ist mir egal, denn wir reiten auf dem Chocobo. Es macht trotzdem Spaß, okay, seid ruhig. Es ist halt eine etwas unnötige Folge. Nein, nicht ganz, wir haben ja jetzt noch. Jetzt kommt ja das. Jetzt kommt Lestalob, okay? Alles in Ordnung. Da wären wir. Oh, hallo. Okay. Danke, mein Chocobo-Freund. Ich werde dich nun verlassen. Danke. Oh. Chocobo ist weg, aber hier ist eine neue Verleitung. Egal. Ich will darüber. Ja, das sind Leute, aber. Die gibt's also auch hier. Wir könnten ein paar Packungen kaufen für den Notfall, wenn uns die Zutaten ausgehen. Ha. Gut. Willkommen. Darf es eine Nudelsuppe sein? Cup Noodles. Ja gut. Nein. Schau wieder rein. Ja, ja. Ich habe alles zu tun. Da war ein Item. Ich muss looten. Denk doch an den Loot. Ja! Super Legoil. Okay, dann schauen wir jetzt mal. Hier ist ja schon die Quest. Hey Leute, was geht's denn so? Was ist hier los? Wupp. Mann, so viele Leute. Das muss die örtliche Hauptstraße sein. Iris hat sich im Hotel Leville einquartiert. Okay. Moment, ist es hier von Final Fantasy Comrades? Ist es der Ort? Ich erinnere mich dran. Man ist da so hierher gelaufen und dann hast du gekämpft und ist dann da lang. Ich glaube schon. Cool. Ja gut. Hallo, du. Hey, junger Mann. Gönn dir einen Happen. Danke. Und, schmeckt's? Wie zum... Ja, lecker. Das war ein Biss. Erzähl's deinen Freunden. Krass. Das hat gut getan. Oh. Okay. Warum nicht? Ja, okay. Wir gehen einfach mal weiter. Hoi. Oh, ich kann hier nicht. Warpen? Warum denn nicht? Spiel? Was soll das denn? Willst du mich denn etwa meinen Freiheiten berauben, Spiel? Ah. Hey, was geht? Willkommen! Willkommen! Riechsalz! Oh, Jungfernkuss! Oh, was zum... Kann man hier kaufen? Was für ein Und... diese... Sprites da unten... Die sind lustig. Waren die davor auch schon da? So gut kann ich auch singen. Okay. Habt ihr das gespürt? Das Erdbeben gerade? Was ist? Mein Kopf fühlte sich gerade an, als würde er platzen. Alles okay? Ja. Ist wieder weg? Ha. Wahrscheinlich Ebola oder AIDS-Krebs oder so, nicht so schlimm. Ui, was zu lesen. Kosmogobobo. Und fertig gelesen. Ja, es ist schon, so schnell kann ich lesen. Hallo.
Hotel. Hey, Gladi! Iris! Ihr seid am Leben. Ihr seid ganz schön zäh. Natürlich. Gut siehst du aus. Abgesehen von den Augenringen. Ihr bleibt doch auch hier, oder? Fürs Erste. Lass uns nachher unter vier Augen reden. Gern. Jared okay. und Talcott, schön, euch zu sehen. Prinz Noctis, ich habe Iris auf dem Weg hierher beschützt. Bitte vergebt meinem Enkel. Er hat überhaupt keine Manieren. Ach, was? Ihr seid so gütig, euer Hoheit. Komm, Talcott, ins Bett mit dir. Prinz Noctis, gute Nacht. Der ignoriert die anderen, ey. Krass. Iris, wie sieht's bei uns aus? Um die Zitadelle herum wurde so gut wie alles zerstört. Aber die Wohnviertel sind weitgehend unbeschädigt. Das Imperium hat also gezielt angegriffen. Noctis, wenn ich irgendetwas tun kann, sag es bitte. Ja, danke dir. Was ist? Luna Freya, sie wurde vor einer Weile hier in Lestalum gesehen. Sie hat die Stadt schon wieder verlassen. Aber nun wissen wir, dass sie lebt. Verstanden. Danke. Also dann, jetzt ruht euch erstmal aus. Ja, ist gut, okay. Kriegen wir jetzt Level-Ups, weil... Aha. Pow! Easy. Bilder. Gut, schau. Oh, Chocobos! Was gibt's noch? Na gut. Auch nicht. Boop. Easy. Nun, was jetzt? Was passiert jetzt? Der nächste Morgen. Na endlich, du Schlafmütze! Morgen. Wo sind die anderen? Tot. Wir sind mit Talcott spazieren gegangen, um sich die Stadt anzuschauen. Na los, lass uns auch gehen. Na gut. Okay. Ist das eine Stadtführung oder ein Date? Ich führe dich rum. Es scheint, eure Geduld hat sich gelohnt. Viel Spaß, Iris. Oh, shit. Hey. Noctis ist verlobt, okay? Ganz ruhig. Unser erstes Ziel ist der Marktplatz. Komm schon, mir nach. Ja, ja. Stadtpummel, auf den Markt. Okay. Alles klar. Okay, die rennt halt einfach los. Bei Nacht ist der Ausblick hier wirklich wunderschön. Ja gut, aber es ist Tag. Hier ist irgend so eine Doppel... Ach so, nein, da müssen wir hin. Okay, verstehe. Wir können auch einfach so losrennen, oder? Item! Oh, Loot! So, wo waren wir? Ja. So ist es halt mit Loot, okay? Das ist der berühmte Partellum-Markt. Hier findet man alles. Sogar Menschen. Macht das nicht Spaß? Ich würde am liebsten alles kaufen. Nein, kein Geld. Ja, das ist schön. Ach, Noct, kannst du nicht mal so tun, als hättest du Spaß? Nein, ich hasse Spaß. Zwei Fähre halten. Ich hatte mal Spaß. Es war schrecklich. Verpiss dich. Sieh dir doch nur all die tollen Sachen an, Noct. Wartest du kurz? Ich möchte was kaufen. Aha. So, fertig. Als nächstes geht's weiter zum Kraftwerk. Okay. Kraftwerk? Warum auch nicht? Im Rhein, da ist halt so Zeugs und so. Ihr wisst schon. Moment. Hä? Oh. Oh Mann. Ich kann mich gut verlaufen. Ey! Loot. Was? Die läuft genauso dämlich wie ich rum, ja? Beide keine Ahnung, glaube ich. Los, rennen! Wie! Ach, die folgt mir. Alles gut. Oh, mein Loot. Ja, geil. So, wir sollen nach rechts. Erstmal nach links. Okay.
Ha, den Ort kenne ich auch. Also von diesem komischen Multiplayer-Dingens-DLC. Das übrigens gar nicht mal so gut war. Aber egal. Hallo. Das ist das Kraftwerk. Hier wird die Energie für die Fabriken gewonnen. Aha. Aber halt dich fest. In Lestalum übernehmen die Frauen die Knochenarbeit. Sowohl im Kraftwerk als auch in den Minen und Fabriken. Finde ich gut. Shit. Shit, das ist beides schlecht. Nein. Das ist beides eine Falle. Goddammit. Du bist ja Feuer und Flamme. Vielleicht solltest du dich um meine Stelle bewerben. Ja, vielleicht sollte ich das. Ich finde das klasse, dass die Frauen hier anpacken. Okay. Anders als in Insomnia. Richtige Falle gepackt. Pekla Panorama Park. Puh. Okay, ich habe gerade gesehen, so viel EP. Die richtigen Antworten begeben mehr EP. Okay, okay. Jetzt hast du ein Spiel draus gemacht. Jetzt hast du verkackt. Ich werde so hart richtig antworten, dass ich 10.000 Level höher werde, okay? Du wirst nicht mit mir mithalten können, mir ja? Mir gefällt die Architektur ganz anders als in Insomnia. 7! Oh, das war keine Frage. Ey, Melodia, geil. Phönixfedern. Oh. Einfach, die sind doch eigentlich voll teuer. Voll nice. Dass da eine so rumliegt. Bum, bum. Papadupapu. Los, rennen! Ey, du musst auch hinterher. Goddammit. Ich hab... Warum bin ich so dumm? Ich hab mir gerade überlegt, was wäre, wenn jemand, wo dir folgt, einfach mal so random auf die Fresse fliegen würde. Einfach so. Oh, Patsch! Das wäre irgendwie voll nice, aber auch gleichzeitig voll dämlich. Aber das Spiel, das macht halt oft solche Sachen, die halt realistisch wirken. Zum Beispiel, wenn einfach nur... Wenn die vier halt da mal in ihrem Auto sind, die ganze Lava, und auf einmal... Hier schmecken die Getränke alle lecker. Und dann... Und dann es ist halt einfach mal ruhig für eine Zeit und macht dann gar nichts. Einfach mal so chillen, so als wären das echte Menschen und so. Und darum könnte ich mir das gut vorstellen, dass sowas hier auch passiert. Dass irgendjemand mal auf die Fresse fliegt. Ey. Ich weiß gar nicht, ob wir auf die warten müssen. Wahrscheinlich nicht. In so einem Wagen will ich auch gern mal fahren. Okay. Ja, okay, die ist tot, glaube ich. Interagieren? Mit was? Ach so, mit der Wand. Hey, Wand, schau mich an. Okay, A-Oliven, ja geil. Viel besser als B-Oliven. Okay, die kann sich genauso teleportieren wie der Rest. Wir können einfach losrennen. Hui. Hi. Whoop. Wir sind da, Noct. Am Pekla Panorama Park. Yahoo. Schau doch mal, man sieht den Meteor. Ha. Huh? Noct, sag mal, ist das jetzt ein Date? Oh, scherzhaft entschärfen ist immer gut. Wenn's so wäre, würde Gladio mich verprügeln. Keine Angst, ich sag ihm nichts. Naja, und außerdem hast du ja auch schon längst eine Verlobte. Richtig. Das war jemand neidisch. Da sind? Fuck! Lass uns zurück ins Hotel, okay? Das war die falsche Antwort. Ich wollte aber mehr FP, ey. Obwohl, das eine gibt EP, das andere FP. Ich will sogar FP. Easy, die beste Antwort. Es gibt keine falschen Antworten, es gibt nur falsche Fragen. Warte, was? Einfach herrlich, den Wind in den Haaren zu spüren. Jojo. Super. So gut, dass ich durch das Videospiel den Wind spüren kann. Obwohl, wenn man einen richtigen Lüfter hat. Wohl schon zurück sind? Na klar. So viel haben wir ewig nicht mehr gesprochen. Danke, Noct. Hat Spaß gemacht. Ja, aber du hast doch... Ja, klar. Die hat doch gesprochen, nicht wir. Mir auch. War nett. Danke für die Tipps. Ach was. So viel weiß ich dann auch nicht über die Stadt. Oh! Falls habe ich dir auf dem Markt ein Geschenk gekauft, Noct. Jo! Aber hab noch etwas Geduld. Wird eine Überraschung. Oh, shit. Stadtbummel. Da seid ihr ja. Talcott hat etwas höchst Interessantes in der Stadt aufgeschnappt. Stimmt. Etwas höflicher, Talcott. Ach was, ich bin doch auch kein Adeliger. Prinz Noctis, in der Nähe soll ein legendäres Schwert hinter einem Wasserfall verborgen sein. Was? Könnte sich dabei um ein vergessenes Königsgrab handeln. Wollen wir mal nachsehen? In Ordnung. Vielen Dank, Talcott. Gern geschehen. Ha.
Oh, ich sehe ganz viele Quests. Oh, shit. Außerdem sehe ich auch... Ey, Moment. Was ist mit der? Klingt gefährlich. Schafft ihr das zu viert? Ja. Was ich jetzt gerne machen wollen würde, ist erstmal schauen, ob das hier scheiße mega teuer ist. Willkommen. Willkommen. Darf es ein Zimmer sein? Easy. Gleich mal 1,5 EP anschnappen. Heute Nacht werde ich gut träumen. Ich würde nämlich gerne jetzt speichern. Denn ich nehme an dem Tag auf, an dem ich normalerweise nicht aufnehme, weil ich keine Folge habe. das war nur Noctis EP. God damn it. Na gut. Iris. Das war? Ah ja gut, der war ja auch nicht dabei. Na gut. Okay, aber würde ich sagen, das war ganz schön, das war eine nette Folge. Ist nicht viel passiert, außer halt so cooles, wie heißt es? Fuck. Slice of Life Zeug, ja. Und ja, aber war okay. Ich würde sagen, ich bin jetzt meine Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.